kann sich die Augenfarbe durch eine Ernährungsumstellung, durch Entgiftung ändern? Das ist mein heutiges Thema. Neben mir sitzt wieder der Tobias von IUM. Und ich finde, das ist ein hochinteressantes Thema. Wir kennen uns jetzt schon seit 2 Jahren persönlich durch die Rohkost-Potlucks. Und wir haben uns dann immer auch mal ausgetauscht. Und ich weiß noch, dass du mir vor 2 Jahren, in dem Jahr genau, hast du mir in deinem Ausweis gezeigt, deine Augenfarbe. Ja. Grün-braun steht drin. Ja, damals wusste ich, war ich mir nicht so sicher, was ich reinschreiben soll. Dann habe ich grün-braun. Ich hatte so eine Mischung aus allem irgendwie. Genau. Und jetzt hat sich Tobias Augenfarbe verändert. Du hast blaue Augen. Das kann man auch in seinen Videos. Ich verlinke euch. So ein leichter Brauntouch ist oben dran noch. Mhm. Genau. Aber sonst hast du strahlend blaue Augen. Auch wir sind ja hier gerade beim 34. Rohkost-Potluck. Und da saßen wir in einer kleinen Gruppe auf einer Decke. Und ich habe, Tobi, du hast von deinem Retreat in Sri Lanka erzählt, den du jetzt im Winter hattest. Und dann dachte ich mir so, oh, deine Augen, die leuchten so blau. Ja. Das ist so unglaublich. Und da hat mich der Tobias ein bisschen angetriggert. Also den Kanal von Tobias verlinke ich euch oben in den Infokarten. Und du hattest auch vor ein paar Monaten ein Video veröffentlicht über die Iris-Diagnostik. Ja, genau. Ein sehr ausführliches, sehr interessantes Video, wo du einfach auch nochmal verschiedene Beispiele zeigst. Augenfarben, die sich verändert haben oder welche Veränderungen, welche Verfärbungen oder wenn Löcher in der Iris sind, auf was das hinweist. Ja. Und du hast auch deine eigenen Augen fotografiert und darauf fand ich sehr interessant dann gezeigt, dass deine Lymphe genau, du siehst das Lymphsystem richtig stark. Genau. Dass du mehr die Lymphe anregen könntest anhand der Augen. Und es ist so hochspannend, was man anhand der Augen erkennt. Du siehst komplett, im Auge spiegelt sich alles wieder. Also es spiegelt sich ja immer alles in jedem Teil vom Körper wieder. Es gibt so einen Vergleich Mikrokosmos gleich Makrokosmos. Und ich meine, bei der Iris-Diagnose ist es ja sogar, ich glaube, medizinisch haben sie es sogar auch anerkannt. Es wird ja teilweise, glaube ich, sogar von der Krankenkasse übernommen. Und im Auge siehst du wirklich, es spiegelt sich der ganze Körper, jedes Organ und jeder Bereich wieder. Hier sieht man jetzt mein rechtes Auge. Und einmal kann man erkennen, der innere Bereich, wo dann dieser Kranz ist, da ist der Darmbereich und außen, das sind die anderen Organe. Oben ist halt der Kopfbereich und unten dann, wie beim Körper halt, unten ist dann Bein, Beckenbereich, die Organe. In der Mitte ist irgendwo Lunge, Herz und so weiter. Und allgemein ist es so, einmal kann man auf die Struktur achten, also diese Speichen, die weißen Fäden, die man bei mir sieht, da ist es umso besser eigentlich, wie beim Fahrrad halt, umso mehr Speichen und umso geradliniger und umso enger die sind, umso besser. Aber es gibt da auch verschiedene Typen. Genau, und dieses wolkig weiß-gelbliche überm Auge, das ist das Lymphsystem. Und bei manchen ist es völlig überlagert, dann siehst du die Speichen auch nicht mehr richtig. Und die Lymphe sind normal, wenn die angestaut sind, werden die weiß erstmal und dann über die Dauer so ein bisschen gelblich. Und wenn es dann chronisch wird, wird es irgendwann braun. Also wie bei mir oben im Gehirnbereich, der Kopfbereich, Nacken, was das ist, da ist auch halt noch braun, genau. Aber in meinem Video erkläre ich das dann mehr und genauer und ausführlicher. Und da sind nochmal ein paar andere Bilder. Und genauso von dem Dr. Robert Morse, der hat da viele Beispiele. Und eine Deutsche hatte mal ein schönes Video drüber gemacht. Anni Zimmermann hieß der Kanal, glaube ich. Und da sind noch ein paar andere Augenbeispiele und nochmal viel genauer erklärt. Genau, aber nur mal angerissen, damit ihr mal euch das ein bisschen vorstellen könnt, wie das so ausschaut. Und das Video von Tobi, das findet ihr oben rechts in den Infokarten. Normalerweise gibt es nur braune Augen und blaue Augen. Und häufig, wenn man grüne Augen hat, dann ist es einfach nur, weil die Lymphe vergiftet sind. Die Lymphe sind total verdreckt von irgendwelchen Schadstoffen, Fremdstoffen, alles Mögliche, was über das Lymphsystem ausgeschieden wird. Und dann verfärben sich die Augen erst weißlich, die Lymphe, also das Weißliche so, was wie so ein Film, wie so Wolken überm Auge sind eben die Lymphe und irgendwann, wenn es immer mehr wird, dann wird es gelblich und dann überlagert sich das halt, wenn man blaue Augen hat, dann wird es leicht grünlich so und dann hat man so eine Mischung aus, gelb und blau gibt dann halt grün und irgendwann, wenn man da weitergeht und wenn das Auge dann mehr geschädigt wird über die Dauer, dann geht es ins Bräunliche über. Es gibt Leute, die hatten vorher, da gibt es so eine Kanadierin, jemand auf dem Retreat hat mir auch mal das Bild davon, von den Augen von ihr gezeigt, innerhalb von 6 Jahren Rohkost, die hatte vorher fast komplett braune Augen und du siehst einen kleinen Punkt blau. Und dann ging es wieder zurück zu blau und die hatte dann nur noch ein bisschen braun. Ein paar Fehlstellen noch, nach 6 Jahren. Und
ja, man sagt ja auch bei Kindern häufig blaue Augen und dann im Laufe der Zeit kommt es, dass die braun werden. Genau, also bei mir so meine beiden Jungs, der Älteste, der Simon, der hat braune Augen schon von Geburt an, beziehungsweise ja, waren die so ganz dunkelblau und sind dann braun geworden relativ in den ersten Monaten. Und mein Jüngster hatte von Anfang an eher blaue Augen, also hellere blaue Augen. Und die ersten 3-4 Jahre hatte er einfach blaue Augen. Ja. Und jetzt in den letzten 5 Jahren kriegen die so einen grünlichen Schimmer, hat jetzt grünliche Augen. Und ist auch derjenige von uns, der gern Kochkost isst, auch Gebratenes, der die Rohkost, so das Frische ablehnt, der sich in meinen Augen relativ ungesund ernährt. Ja. Gerade wenn er das alles selbst bestimmen würde, er würde gern auch so Fertigprodukte essen, Gebackenes, Pommes mag er zum Beispiel auch gern, Nudeln mag er gern und da fehlt komplett die frische Kost. Es kann wirklich sein, dass das damit zusammenhängt. Ja. Ne? Das habe ich mir dann auch gedacht, als ich dein Video gesehen habe, wo du eben, es gibt eigentlich nur blaue und braune Augen. Es ist definitiv so, die Augenfarbe, die verändert sich wieder. Wenn du klar braune Augen hast, ich habe mich mehr mit blauen beschäftigt, auch jetzt in dem Iris-Diagnose-Video, also schaut da wirklich mal rein. Aber ja, auch braune Augen, die klären immer mehr auf und man sieht noch viel mehr im Auge. Also in dem Video habe ich es besser beschrieben. Und auch nochmal andere Quellen jetzt zu nennen, Fully Raw Christina, das ist ein amerikanisch-englischer Kanal, weiß nicht, auf Englisch sprach ich auf jeden Fall. Und sie hat es auch beschrieben, wie sich die Augenfarbe bei ihr geändert hat mit Rohkost. Und Dr. Robert Morse, das ist auch wieder ein englischer Kanal, der arbeitet sehr viel mit Iris-Diagnose und der hatte alle möglichen Leute mit Krankheiten, wo du teilweise nur, du hast gedacht, es wäre ein braunes Auge und über die Jahre wurde das halt wieder blau und klärt auf. Und das sind zig Beispiele, schaut da mal rein, wenn euch das wirklich näher interessiert. Und man kann wirklich so viel lesen im Auge, es ist einfach ein total spannendes Thema. Ja. Und wie lange beschäftigst du dich jetzt schon mit der Iris-Diagnostik? Ich habe das durch Zufall eher mal, mir ist halt dann irgendwann aufgefallen, dass sich meine Augen verändert haben. Und dann auf dem Kanal von Dr. Robert Morse habe ich mich dann viel mit beschäftigt, aber so intensiver vor einem Jahr, halben Jahr. Und dann hast du bestimmte Sachen bei dir im Auge erkannt. Und, ja. Also das, was ich eigentlich schon wusste, weil ich ja weiß, wie meine Krankheitsgeschichte und so weiter war und das hat sich auch im Auge wieder gespiegelt. Hast du da nochmal spezielle Maßnahmen ergriffen, seitdem du dich mit der Iris-Diagnostik beschäftigt hast? Nee. Dass du sagst, okay, ich achte da jetzt mehr drauf, um das zu unterstützen, eine bestimmte Entgiftung? Nee, ich jetzt nicht, weil ich wusste, es ist einfach ein langsamer Entgiftungsprozess, der Körper regelt dann alles. Und ich bin an dem Punkt, wo ich einfach auf dem Körper da höre und ich merke ja, es reinigt sich einfach immer weiter und ich gehe da weiter einfach den Weg mit einer gesunden Lebensweise und dadurch entgiftet der Körper automatisch weiter und die Augen klären sich auch immer mehr auf und werden immer klarer und ja. Das ist wirklich faszinierend, weil das hatte ich vor ein paar Jahren nie für möglich gehalten, dass das geht, dass das möglich ist. Das ist wirklich, also das, dein Video, das hat mich total angetriggert. Da habe ich mir auch gleich ein Buch gekauft zur Iris-Diagnostik und so. Und da gibt es auch so Schablonen. So eine Schablone, da kann man, das sieht man das rechte und das linke Auge und für was das alles, wo die Organe liegen. Genau. Und da kann man das ein bisschen bei sich so vergleichen. Und was ich auch toll finde, in deinem Video zur Augen-Iris-Diagnostik, du erklärst genau, wie man mit welcher Kamera am besten das Auge fotografiert. Ja. Wie man sich stellen muss am Fenster, Licht fallen muss. Und das ist sehr interessant. Und das könnte man zum Beispiel mal, ich habe jetzt auch vor, mein Auge zu fotografieren und dann einfach mal in dem nächsten Jahr zu schauen, was passiert. Oder vielleicht auch mal nach einem längeren Fasten. Oder wenn man sich mal länger schleimfrei ernährt oder nur mono ernährt, mal über einen längeren Zeitraum. Was kann man schon irgendwas im Auge erkennen, dass ich jetzt versuche auch die Lymphe immer anzuregen, Trampolinspringen, Trockenbürsten, Massage, verschiedene Maßnahmen, ob sich da auch irgendwas im Auge, das müsste sich ja auch im Auge widerspiegeln. Ja, gerade das Lymphsystem ist sehr schön zu sehen. Ja. Das sind eben wie so dieser weiße Film, wie so Wolken drüber. Genau. Aber die Fotos, die müssen halt dann schon richtig gut sein, damit man da das richtig schön sehen kann. Deswegen, ich habe auch leider halt früher, klar, normale Bilder, da siehst du so ein bisschen die Augenfarbe, aber du siehst jetzt nicht richtig die Struktur, so die Speichen, die nach außen gehen. Ja, deswegen ist es dann ein bisschen schwierig, das komplett, ja, aber jetzt habe ich Fotos gemacht und dann sehe ich, wie es in 1, 2, 3 Jahren ist. Andere Leute haben das auch vorher schon mal gemacht, da sieht man ja eh, wie es sich verändert hat, ja. Ich habe bei mir es ja allgemein schon vorher mit der Augenfarbe dann gesehen, ja. Also auf alle Fälle ein interessantes Thema, alle, die sich so für Gesundheit, Entgiftung interessieren und das vielleicht auch bei sich testen wollen, da empfehle ich auf alle Fälle dein Video. Ja. Und ich werde euch unten in der Infobox auch mal das Buch und diese Karte verlinken, die ich mir auch zugelegt habe. Sehr spannend, da kann man schon mal so selber einfach mal bei sich schauen, wo man ansetzen könnte. Oder wenn man, wie du auch sagst, wenn man die eigene Krankheitsgeschichte kennt, kann man schauen, ob man das einfach in den Augen sieht. Man kann wirklich einfach seinen Zustand vom Körper mal in seinen Körper reinschauen, ohne ihn aufzuschneiden.
Ja. Genau, da danke ich dir für den Erfahrungsbericht. Ja, sehr gut. Und wir können ja vielleicht in einem Jahr nochmal ein Video zum Thema machen. Da wird sich ja bei dir auch einiges ändern, noch in den Augen. Genau. Und genau, ich habe ja eigentlich auch blaue Augen. Und um meine Pupille ist auch so ein brauner Darmbereich innen, so ein brauner und die Pupille Ring. Ist so ein bisschen, genau, das ist auch schon seit meiner Kindheit eigentlich, habe ich irgendwann gemerkt, dass meine Augen nicht mehr, nur die waren früher blau. Ja. Und irgendwann so in der Kindheit oder in der Jugend auch, habe ich gemerkt, dass ich so einen braunen Ring um die Pupille bekommen habe. Vielleicht ist auch jetzt schon wieder was, da hat vielleicht schon was davon abgenommen, jetzt, weil ich mich jetzt schon länger rohköstlich ernähre und entgifte. Aber es kann natürlich auch noch ein längerer Prozess sein. Es kann noch 10 Jahre dauern, dass meine Augen vielleicht wieder blau sind. Und das ist sehr interessant. Da werde ich auf alle Fälle dranbleiben. Und zu gegebener Zeit gibt es dann bestimmt nochmal ein Update oder mit dir dann eben ein Video, das wir uns dann mal zu rausbringen. Erinnert uns mal dran in den Kommentaren. Ja, erzähl gerne im Jahr, schreibt über die Videos. Genau. Jetzt aber mal das Video hier. Genau. So, das war's wieder von uns. Also, uns interessiert auf alle Fälle, was ihr von dieser Thematik haltet. Habt ihr euch schon damit beschäftigt? Könnt ihr euch das vorstellen? Was haltet ihr davon? Ja. Dass das möglich ist, dass man die Augenfarbe verändern kann. Wenn sie vorher eben blau war. Also ich meine, man kann jetzt nicht, wenn man ursprünglich braune Augen hat. Ja, aber auch dann siehst du die Veränderungen in der Struktur und was sich heilt, die Fehlstellen, diese Löcher, und das sieht man echt sehr viel ganz klar, wo es sich verändert. Dann wünsche ich euch noch eine wundervolle Zeit. Bis bald. Ciao. Ciao.